Ich habe ihn nicht ins Leben gerufen, ich habe ihn übernommen als kränkendes Baby. Und mich faszinierend herausfordernde Aufgaben. 2010 ist der Studiengang schon 2 Jahre gelaufen und war falsch aufgestellt. Weil ich Erfahrung hatte, fachlicher Natur, ich habe 3 Jahre lang für das ZDF Nachrichtenstudios entwickelt und ich war mehrere Jahre lang Schulratspräsident von der Vorläuferin von der Zürcher Hochschule der Künste, hat mich die Aufgabe gereizt, aus dem Studiengang etwas zu machen, das funktioniert. Darum habe ich ihn übernommen und habe dann den Inhalt ins Zentrum gestellt. Multimedia Production ist die neue Art von Kommunikation nach 500 Jahren Buchdominanz und vermittelt Sprache kombiniert mit Bild, Ton und Technikkompetenz. Vor allem Neugier. Neugier und Bereitschaft, sich auf handwerkliche Sachen einzulassen. Multimedia Production ist in erster Linie ein Handwerk. Und aber auch genug Intelligenz und Fähigkeiten, um die nötigen theoretischen Sachen dazu zu lernen. Interessant ist, dass Multimedia Production ist noch kein Beruf ist. Multimedia Production ist ein Grundhandwerk. Und durch die Wahl der Vertäufungen, aber auch vielleicht erst nachher, sucht man sich nach einem Beruf. Und das kann variieren. Das sind eigentlich 3 Clusters. Entweder und wenige, relativ wenige, werden in Journalismus einsteigen und multimediale Journalisten werden. Andere steigen in die Unternehmenskommunikation ein, die mehr und mehr vergleichbar ist mit multimedialem Journalismus, aber eine andere Haltung dahinter steht. Und wieder andere, die gehen eher in die Produktionsseite, die werden sich also eher konzentrieren auf das Durchführen von Projekten oder auf technische, gestalterische Realisierung im Bereich Webdesign und Webprogrammierung. Der Markt ist relativ übersättigt in der Medienbranche, weil die Medienbranche im Moment nicht weiss, wie sie ihr Geld verdienen soll. Der Markt ist überhaupt nicht übersättigt in der Kommunikationsbranche von Unternehmen und Agenturen, die eigentlich verzweifelt nach Leuten suchen, die die kombinierten Fähigkeiten von Multimedia-Producern mitbringen. Und er ist, von dort her hat er ein riesiges Wachstumspotenzial. Wenn die Medienbranche nicht demnächst auf Ideen kommt, bis sie das Geld verdient, ist es vor allem in der Kommunikationsbranche. Das Studium macht attraktiv einerseits die Vielfalt und die völlig neue Herangehensweise, die wir haben. Es macht es aber auch attraktiv, dass wir einen sehr formativen Ansatz fahren. Das heisst, dass wir uns sehr stark mit Coaching auseinandersetzen, individuelle Betreuungen versuchen zu machen, sehr wirtschaftsnahe, praxisnahe Lehrprojekte in die Lehre hinein. Das ist ein grosser Unterschied zu anderen Studien. Es ist ein sehr abwechslungsreiches und doch immer wieder auf den Inhalt fokussiertes Studium. Mir macht stolz, dass wir einen internationalen Ruf uns haben in so kurzer Zeit können aufbauen. In der Branche sind wir im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Schweiz-Deutschland, sehr bekannt, für wie lange es uns gibt. Und wir haben Beziehungen zu wichtigen und grossen Firmen, die von uns Leute wollen, die mit uns in Kontakt sind, genau aus diesem Grund. Ich weiss nicht, mit Sorgen setze ich mich eigentlich nicht auseinander, solange ich sie nicht habe. Im Moment müssen wir schauen, dass wir die neue Kooperation, die wir jetzt mit Bern haben, dass wir dort an einen guten Start kommen. Dort haben wir 2 Monate Verzögerung, weil wir aus politischen Gründen mit der Kommunikation erst 2 Monate spät haben können starten. Also habe ich ganz akut Sorge, dass ich die Klasse noch muss füllen in Bern. Ansonsten habe ich nicht wirklich Sorgen. Macht Spass.
Ja, die kennen sie einfach nicht. Weil das stimmt nicht. Es stimmt nicht, wenn sie die Resultate anschauen, die rauskommen. Dann können alle alles und alle haben aber ihre Spezialisierungen, die sie besonders gut können. Und dass nicht alle alles gleich gut können, ist völlig normal. Das würde ich empfehlen, dass sie das sich gar nicht vornehmen, wenn sie anfangen zu studieren. Sondern in den ersten drei Semestern haben sie ja alles bis zu einem gewissen Niveau, wo sie einen Major später haben, haben sie auch schon. Und dort können sie entdecken, wo sie ihre Neigungen haben, was sie speziell interessiert und das Major dann aufgrund von dem wählen. Und wir werden die Majors zunehmend so auch ausrichten, dass sie nicht mehr zwingen, entweder in die Medienbranche oder in die Kommunikationsbranche gehen, sondern dass jedes Major eigentlich in beide Arbeitsmärkte ausgerichtet ist. Nein, überhaupt nicht. Ein Major ist nur eine spezielle Vertiefung während dem Studium. Und man ist überhaupt nicht gezwungen, nachher in diese Richtung zu arbeiten. Das wissen die Studenten besser als ich. Ich gehe davon aus, ja. Aber wir haben immer sehr viele Schwierigkeiten, einen konsistenten Stundenplan zu machen, der das erlaubt. Am Wochenende sicher und in der Woche schwieriger. Es ist ein Vollzeitstudium. Wieso Multimedia Production? Damit wir die Welt, die in den letzten 20 Jahren entstanden ist, auch wirklich nutzen können. Technik hat uns in eine neue Welt geführt. Wie sie in der Zeit Druckmaschinen ins Gutenberg-Zeitalter geführt hat, hat uns das Internet und all die Geräte, die es gibt, wo wir können Medien produzieren damit, hat uns in ein neues Zeitalter geführt. Und das ist multimedial. Und das, wenn wir kommunizieren wollen, mit diesen Geräten müssen wir lernen, wie. Und wir machen das in Multimedia Production.